Was lassen wir jetzt hier? Oder wir können das auch in Hand nehmen, ne? So, wir haben keinen Grundstoff mehr, das heißt, der war aber hier vorne um die Ecke irgendwo, ne? Ja, da ist er schon. Gut. Jetzt können wir dann zurückgehen und können das wieder nochmal bauen, setzen. So, jetzt müssen wir hier runter. Wo ist denn unsere Basis? Immer noch nicht zu sehen. Wir können auch hier lang laufen, glaube ich. Keine Pinne mehr. Also zurück. Da vorne werde ich aufsammeln. Also wir wollten hier lang und kurz das gebaut, ne? Ich glaube, unsere Basis rückt jetzt langsam näher, ne? Nochmal bauen. Okay, wir sehen jetzt unsere Basis. Machen das hier mal gerade alles weg. Ich glaube, wir gehen mal hier runter, oder? Gut. Keine Pinne mehr da, na super. Aber wir haben ja sofort Dingens. Aha. So, dann sind wir bei der Basis gleich. Brauchen wir hier nur hinterherlaufen und alles ist gut. Da ist die Rakete, gehen wir da rein, ne? So. Hier sind wir wieder an der Basis. So, jetzt sind wir fertig mit dem Zug und mit den Leuten, die sind wieder fit. Das heißt, wir können mal ein Stück weiterfahren.
und gehen mal aus der Pause raus und fahren mal bis zu diesem Ort und gucken, was wir da dann entdecken können. Ne? So, und jetzt brauchen wir Trupp hierfür. Trupp auswählen. Wir schauen mal gerade. Jetzt ist der auch noch befördert worden, oder was? Verfügbare Rollen zum Freischalten. Okay. Stabsgefreiter. Der hat einen Levelaufstieg. Das ist MG-Schütze. Okay, zwei sind aufgestiegen dann. Ja, nützt ja nichts, wenn wir das haben, dann sollte man das vielleicht auch drüber nachdenken, dass. Obwohl. Ich weiß nicht, nee. Ich glaube, man kann ja die Punkte auch sammeln, macht vielleicht Sinn, oder? Fürsorglich, das wäre natürlich eine Tendenzgeschichte zum Arzt, ne? Ein Fressack ist es. Aber Arzt kann ja nicht frei, Koch kann hier, nee, Arzt kann ich noch nicht freischalten hier. Ich will zum nächsten eigentlich, aber das kann ich glaube gar nicht so switchen, ne? Den hier. Hier können wir auch was machen. Was braucht denn ein Koch? Weil wir haben noch gar keinen. Geschicklichkeit und charismatisch. Da können wir den noch zum Koch machen, oder? Ich weiß gar nicht, ob wir einen haben, ne? Vielleicht haben wir auch einen. Schalten wir trotzdem frei. So, sind wir mit dem durch? Streng, Glaube, Natur. Was haben wir noch? Der ist auch befördert worden. Na super. Was können wir bei dem machen? Er ist ja hier MG-Schütze, ne? Fitness, Geschicklichkeit, das brauchen wir alles plus 1, oder was? Fitness plus 1. Wenn ich das jetzt Fitness mache, jetzt ist aber die Geschichte hier nicht so, das beeinflusst dann das. Und das hat mir jetzt hier nichts gebracht, ne? Minus 1 Fitness hat er. Das heißt, wir werden hier die Fitness steigern, damit das hier ausgeglichen mehr ist. Doch, er ist Lokführer auf Level 1, oder? Oder das braucht er für Level 1, kann sein. Kundschafter ist er dann. Kann aber freigeschaltet werden für Arbeiter. Auch befördert. Können wir ganz viel freischalten. Der ist Arzt wohl. Was hat er denn für Eigenschaften hier? Unterhaltsam, religiös.
Einbrecher. Und dann ist er doch vielleicht auch gleichzeitig ein guter Kundschafter, wenn er hier solche Skills hat da, oder? Also das Holz wird gehackt, das sehen wir hier, die Bäume sind auch schon wieder gepflanzt. 0% und hier sind es 100%. Das heißt, es kann eigentlich alles abgeholzt werden. Aber es passiert irgendwie nichts. Naja, wir werden es sehen. So, unsere Vorräte sind alle gegeben. Wir müssen gucken, dass dieses hier mal fertig wird. Die Leiter, die können wir mal hoch priorisieren. Und diese auch. Prio hoch. Prio hoch. Prio hoch. Und hier müssen wir noch einen Weg anlegen. Der da hinten geht, ne? Oh, da sieht man die Linie, rot. Aber das müsste trotzdem funktionieren. Und dann müsste das weg. Lass mal schnell laufen. Es ist, glaube ich, Nacht. Obwohl, schlafen tun sie noch nicht. Aber vielleicht wird es ja irgendwann mal fertig werden dann. Wahrscheinlich sind irgendwelche anderen Projekte erst noch wichtig. Hier zum Beispiel Fässer. Oh, 15 Holz. 15 Holz. 10 Holz. Die Bretter sind schon alle verteilt, aber das Holz noch nicht. Hier fehlt ein Rohholz natürlich dann nur, ne? Hier, Rohholz. Überall fehlt Rohholz. Warum wird das denn nicht hier weiter transportiert dann? Der hat da auch ein Holz hingebracht. Wäre schön, wenn ich sehe, dass einer einen rausholt. Der holt einen raus. Kann ich das sehen, dass der das trägt? Trägt Rohholz. 2 Stück, 14 von 12 von 14 Kilo. Okay. Wo läuft der hin? Nach hier, okay. Und wo ist hier? Okay, den Damm bauen. Okay, da fehlen noch 4. Macht das nur er oder machen das auch andere? Er muss jetzt wahrscheinlich schlafen gehen und hat die Nacht verpasst. Der läuft wieder mit Holz durch die Gegend. Und läuft wohin? Wahrscheinlich auch wieder hier hinten hin. Hier ist kein Wasser drin. Warum ist da kein Wasser drin? Das ist doch geschlossen, oder? Okay. Ah, guck mal, jetzt ist er fertig. Mach die Prio von dem Damm mal runter, das brauchen wir jetzt noch nicht. Allerdings wäre es jetzt sinnig, da eine Leiter drauf zu, eine Treppe drauf zu haben, ne? Da vielleicht auch. Vielleicht doch den noch priorisieren. Ne, mach mal so. Und den nicht mehr priorisieren. Ach so, wenn der da runter kann, dann können die alle. Naja. Ist hier was angekommen? Nein. Mach mal schneller, dass wieder welche arbeiten. Oh, Dürre bevorstehend. In 3 Tagen. Okay. Aber eigentlich sollte das nicht unser Problem sein. Was fehlt denn hier beim großen Tank? Bretter und Zahnräder müssen wir machen. Okay. Aber Zahnräder brauchen wir wohl Metall für, ne? Müssen wir das erst erforschen? Ich glaube, das wird dann auch da unten sein. Oh, die müssen wir erst kaufen. Das hier die Forschungspunkte. Das waren die Forschungspunkte, okay. Plündern, sammeln Altmetalle. Wie wird die denn gebaut? Durch was? Einfach nur so? Ohne Rohstoffe? Kann sein, ne? Hier ist noch nichts passiert. Was bringt er jetzt wohin? Ah, er hat die Teichrosen hier geholt. Wie ist denn mit dem Kontaminierten? Gibt es da noch einen? Oh ja. Ja, ich habe ein Krankenbett, oder? Oder habe ich doch kein Krankenbett?
Das haben wir auch priorisiert. Passiert auch nichts. Das Brett ist da, aber mehr auch nicht. Rohholz fehlt. Okay, und jetzt müssen wir Sauerstoff auf jeden Fall haben, ne? Verrostete Delfinhalskette. Er hat so etwas wie ein altes Amulett hinterlassen. Ich soll es später identifizieren. Hier war aber irgendwo ein Fass, oder? War doch kein Fass. Okay. Ja, das war eine kurze Tour, weil ich jetzt ja, keinen Fisch gefangen, keine Zutaten gesammelt. Das war schlecht eigentlich, aber ich habe die Piraten geschafft. Delfin als Kette. Als Kette von einem Delfinpaar als Dank für meine Hilfe. Erhöhte Sprinttempo um 30%, okay? Ja. Du kannst die Delfinhalskette tragen, um dich schneller zu bewegen. Denk daran, dass sich der Sauerstoff schneller brauchen wird. Okay. Schließ den Tag und geh nach Branko. So, wie geht's jetzt hier weiter? Na, das war ja eine super Äußerung, oder? Na, auch gut. Ne, ich möchte noch kein Branko's Sushi öffnen. Menü. Okay, neues Rezept. Ja, können wir ja mal machen, oder? Haben wir dann viermal. Aber was wollte der eine da? Wenn ich das jetzt mal wüsste, ne? Das bringt schon richtig viel Geld hier, ne? Veredeln wir aber trotzdem nochmal, oder? Geht nicht, oder? Ne, geht nicht. Das kann man nur einmal auf die Speisekarte machen. Habe ich es jetzt drauf? Nee, zum Glück nicht. Das können wir veredeln. Okay, das könnte man noch mal veredeln von 3 auf 16. Ja komm, einmal machen wir noch. Jetzt ist es 16 und schmeckt lecker. Ja, wenn ich jetzt noch mal wüsste, was der da ist. Kann ich die Quest einsehen? Die Klamotten haben wir geholt. Warum ist jetzt hier ein Ausrufezeichen, weil wir Personal hinzufügen können? Deswegen wollen wir mal jemanden anheuern. Das reicht ja erstmal, oder? Okay. Gut, wollen wir hoffen, dass sich da einer meldet. Was ist das hier unten?
Ach so, das sind die Werbeflyer wahrscheinlich. So, die Wände sind gebaut oder werden gebaut. Hier läuft noch einer rum, der geht da hoffentlich jetzt auch hin. Ja, sieht so aus. Lass uns mal noch schneller machen. Was war das jetzt hier gerade? Ach so, da kann man sogar sehen, was hier drin ist. Säbel, Maschinen. Okay, krass. So, Bäckerei ist im Bau. Hier sind auf jeden Fall jetzt Wissenschaftler dran. Das ist schon mal gut. Technologie 10. Veredelung ist klar. Landwirtschaft, Viehzucht. Schule, Papierherstellung. Rein theoretisch müssten wir das beste Labor verbessern, um da voran, schneller voranzukommen, ne? Aber das geht noch nicht, weil da noch ein Schloss hängt. Ja, die Kosten sind rot und die Gesamtkosten sind auch rot, deswegen geht das wahrscheinlich nicht. Geht wahrscheinlich überhaupt nichts hier, ne? Ja, sieht so aus, als ob wir überhaupt noch gar keine Punkte haben. Also da 10 Punkte. Aber ich kann hier, na, hier sind Pluszeichen und keine Schlüssel dran. Da unten waren ja eben Schlüssel dran. Also hier würde was gehen, aber kostet halt 250 und wir haben nur 10 verfügbar. Deswegen geht da wahrscheinlich nichts. Also Brot wird schon mal, Bäckerei wird schon mal gemacht. Was macht's denn unsere Farm hier? Die ist natürlich noch nicht so weit, ne? 1,1% freigeräumt. 4, jetzt nur 3 damit beschäftigt, jetzt wieder 4. Okay, jetzt haben wir gleich die Hälfte fertig. Sind es, glaube ich, wieder 5 Leute, die damit beschäftigt sind. Jetzt sogar 6. Okay, 14 Steine. 15 Steine und jetzt ist das Loch weg, okay. Und der Acker ist fertig. Jetzt ist nur die Frage. Nee, nee, nicht. Getreidefarm im Bau. Was passiert jetzt noch? So, wir brauchen jetzt die Scheffel Weizen wahrscheinlich. Nur die Frage, ob da ein. Ah, da kommt einer. Aha, 3 Scheffel sind schon da. 7. Dann ist der fertig, oder? 15? 19, fertig. Und der sieht sie jetzt ein, wahrscheinlich. Baufortschritt steht da auch, okay. Nochmal bis 100. 1% noch und fertig. Jetzt. Zu wenig Arbeit dazugewiesen. Okay, da fehlen noch Arbeiter dann. Die ist auch im Bau. Da fehlen uns 2 Gemüse. So sieht's aus. Pilze sehe ich. Ah, da ist Gemüse. Was ist das hier? Ah ja. Wildgemüse, nicht reif. Ah, da kam gerade natürlich. So, Wildgemüse sammeln. Dann wollen wir hoffen, dass Gemüse dann auch einer nimmt. Oh, Bäckerei ist schon fertig.
Machen wir mal nur zwei rein, dann klappt das vielleicht auch mit dem Brotbacken.